Juri Klein, du hast dich leider schwer verletzt. Wie ist es dazu gekommen und weißt du es genau? Ja, ich war gerade mit der U19-Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Und wir sollten spielen gegen Slowenien am Nachmittag und am Morgen früh haben wir das Abschlusstraining gehabt. Und durch einen Schuss habe ich mir Kniescheibe gebrochen. Das hat mit dem zu tun, dass ich mit 15 schon eine Operation hatte und wahrscheinlich hat es nicht gut verheilt. Und ja, wegen dem ist der Druck so groß auf dem Knie, dass es gerade Kniescheibe gebrochen hat. Wann dürfen wir da zu Weil wieder mit dir rechnen? Ja, ich hoffe, mein Ziel ist am 6. Januar, dass ich dort auf die Rückrunde wieder fit bin, dass ich in der Vorbereitung voll mit den Jungs wieder mittrainiere. Ja, das schaffe ich mir und Physio und der Ärzte. Jetzt bist du da beim FC Weil, vorne in der U18 beim FC St. Gallen. Wie ist der Schritt da hingekommen? Ich habe beim FC St. Gallen bin ich schon sehr jung, also seit 12 bin ich beim FC St. Gallen gewesen. Ich hatte eine gute Ausbildung, hat mir gefallen, aber am Schluss war es mir nicht mehr so wohl gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo ich stehe. Und ich durfte hier ein Probetraining machen beim Stefan Lehmann. Und er hat gesagt, wenn ich hier hart arbeite mit ihm und diszipliniert bleibe und bin, dann wird er mich gross rausbringen. Und das hat mich so gepackt, dass ich gedacht habe, ja, jetzt muss ich den Schritt machen. Hier. Und jetzt kämpfst du zu Weil mit 3 weiteren um Goalie-Positionen. Was sind deine Ambitionen? Das erste Ziel, wie schon gesagt, wird ich am 6. Januar wieder fit sein und dann mich wieder zum Nummer 2 kämpfen, wie ich vorher gewesen bin. Und im Sommer schauen, dass ich dann da darf, in der IGP-Arena von Anfang an spielen darf.